Ihr müsst mir dann gleich ganz kurz Bescheid sagen, ob das zu laut oder zu leise ist, ne? Ja. Müsst ihr dann gleich Bescheid sagen. So. Hallo, liebe Bewohner. Bewohner. Natürlich auf YouTube auch. Hallo. Hallo, liebe Bewohner. Es ist Mittwoch, der 24. Juni 2020 um 12.51 Uhr hier auf Florida. Scheiß Wetter ist draußen. Unglaublich, dass wir heute schon Juni haben. Die Luft ist voller Liebe. Damit beginnt die Hochzeitssaison. Oh nee. Haben wir doch letztes Mal schon gehabt. Die Hochzeit, die war doch, das war doch Müll. In manchen Landstrichen sagt man, wenn man im Juni heiratet, wird man ein Leben lang glücklich sein. Okay. Was für ein romantischer Gedanke. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Okay. Macht Luke das jetzt schon nicht mehr selber oder was mit dem, macht er das jetzt schon nicht mehr selbst? Was ist er denn für ein Pimmelheinz? Jetzt macht er hier nicht mehr die Ankündigung selbst. Was für ein Lump. Ich sammel erstmal, ne? Erstmal sammeln und verkaufen, ihr kennt das doch. Outsourcing, ah, okay, so nennt man das. Sieht aus wie der Morgensprecher eines Diktatorregimes. Ja, irgendwie, es kommt halt genau hin, ne? Es kommt halt genau in diese Richtung hin. Oh, da hängt ein Käfer. Da hängt ein Käfer am Baum. Den hätte ich gern. Ein Japan-Rosenkäfer. Und wo sind die Rosen? Okay, hatten wir schon. Alright. Ich sammle mal Orangen. Hast du da mein Holz in der Hand? Die hat unser Holz gestohlen. Seht ihr das? Schwein. Schwein. Was habt ihr denn alle gegen den Schnuller? Ihr wolltet den doch alle. Ihr wolltet alle, dass ich den Schnuller aufsetze und jetzt heißt, oh, der Schnuller macht mich so fertig. Ihr wolltet alle, dass Tobi den Schnuller aufsetzt. Jetzt erzählt mal keinen. Fox, du warst Nummer 1 bei dem Schnuller. Ja. Ach, Müll. Da hast du es, Fox. So, kann ich auch mit dem Ding hier am Stein rumnuckeln oder geht das nicht? Ja, geht. Ach, fuck. Ich stand nicht richtig hinter Baum. Müll. Okay. Naja, immer ein bisschen was. Wir müssen uns eine neue Axt machen gehen. Das Shirt. Was ist denn mit dem Shirt? Das ist doch wunderschön. Ich würde das eine Kirche essen und dann. So war das jetzt aber nicht geplant. Scheiße. Nein! warte mal. So. Wir müssen uns gleich eine neue Axt machen. Aber wir sammeln erstmal ein bisschen Kram, machen erstmal eine kleine Stippvisite hier auf der Insel und gucken erstmal, was da so los ist. Ton ist gut, oder was? Ja, Ton ist gut, ne? Ton ist gut. Ja, freut mich, dass der Ton gut ist. Ja, gucken erstmal hier so ein bisschen rum, ob es irgendwas Neues gibt. Das ist auf jeden Fall der neue Laden, der sieht da hübsch aus. Guck mal, hier sind unsere Fichten sind gewachsen. Fichten! Fichten! Geil! Da sind noch ein paar Cache. Ah. Ist das unser Haus hier? Haben wir das mit dem Zaun hier? Ist das. Oh ja, das ist unser Haus. Guck mal. Schon so ein bisschen bonsenmäßig, ne? Dichte Fichten, ja, genau. Die dichten Fichten.
Was haben wir denn da Schönes in der Nachrichtenbox? Was haben wir denn da? Akademie ADSH. Punkte bei Rang B. Ja, gut, das kennen wir ja. Was haben wir denn bekommen? Nichts. Kein Geschenk oder irgendwie sowas. Ja toll, danke für nichts. Danke. So. Oh, hier sind noch mehr Kirschen. Ja, die nehmen wir alle mit. Wir brauchen mehr Kirschen. Können wir erstmal dick verkaufen und dann gucken wir mal auf der anderen Insel da drüben. Gibt es irgendwas Besonderes im Moment? Irgendein besonderes Event? Irgendwas, was man unbedingt machen sollte? Wo man mitmachen sollte? Ist da gerade irgendwas Geiles am Start oder ist das nur dieses komische Hochzeitsevent? World Painter, damit kann man selbst Minecraft-Maps erstellen. Echt? Okay, cool. Nee, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Kennst du noch Frufo? Gibt's gerade wieder. Fand ich aber immer ekelhaft, ne? Tut mir echt leid, aber ich fand das immer, ich fand das nie lecker. Ist das nicht dieser Joghurt-Pudding-Dingens? Frufo? Ja, fand ich nie geil, muss ich sagen. Haben mir nie geschmeckt. Und wenn es mir nicht schmeckt, will ich auch, dass es anderen nicht schmeckt. Ich möchte, dass es sofort aus dem Sortiment genommen wird. Frufo stinkt mir zu sehr. Oh, was? Ah, warte, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was schwimmt denn da auf dem Wasser? Wie kriege ich denn die? Oho! Ein Wasserläufer. Das Laufen hat dir gar nichts genützt. Du hättest dich nicht mal hetzen müssen. Wow. Ja, komm zu mir, komm zu mir. Komm. Komm zu mir. Nein. Jawohl. Sauer. Was ist eigentlich aus diesem Diablo auf dem Handy passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ob wir das noch gespielt? Gibt's das überhaupt schon? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte es ja auch vielleicht mal angespielt. Weil es ist halt, am Ende ist es halt immer noch Diablo, ne? Aber ich habe keine Ahnung. Brauch mich nicht. Hier. Diablo, wie hieß denn das? Oh, warte mal, da krabbelt was. Bleib hier, du kleines Tier. Ich möchte dich fangen. Fang's doch! Eine Kugel, du hast es vermasselt. Haben wir die noch nie gehabt? Hatten wir die schon mal? Lol. Nicht mit der Axt. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Aber ja. Oh, warte mal, da ist eine Schnecke. Wir hatten noch nie eine Schnecke gehabt. Gehört jetzt mir. Aber wieso. Wieso zerstört man mit einer ganzen Axt eine Schnecke? Was genau macht dich denn zur Schnecke? Oh. Warum zerstört denn eine Axt einen Stein? Also, warum gibt es denn keine Spitzhacken? Okay, mit der Axt kann ich das jetzt auch nicht machen. Hydrax, du bist ganz lieb zurückgegrüßt. Ganz lieb zurückgegrüßt. Das verstehe ich nicht. Ehrlich gesagt. Das lag an der Fo. Ach so. Okay. Aber ich dachte, wenn ich so ein Obst gegessen habe, dann ist das nur für einen Baumstamm oder so. Und dann ist vorbei. Na gut. Ja, wir tragen Sandalen mit Socken. Und?
Ach so, man braucht... Oh, okay, man braucht gar keinen Baumstamm, wenn man... Okay. Lol. Ah, hier wohnt das Fräulein Ali. Schon lange nicht mehr reingeguckt. So, so. Hauptsache mal einen Bauplatz verschwendet. Okay, wir gehen verkaufen, komm. Wir gucken uns den neuen Laden mal an. Laden, Laden, Laden. Bevor wir das machen, gehen wir zu ihm hier. Hallo. Mach ich mal die Kamera aus und dann genießen wir mal den wunderschönen Sound und das wunderschöne Antlitz von Hugo. Ne, warte mal, der hieß nicht Hugo. Wie hieß denn der? Ach, Eugen hieß der. Wie komme ich denn auf Hugo? Lul. Hugo. Och, Kati, bitte. Kati, bitte. Er war halt verdammt gut leider auch noch. Oh nein. Oh Gott. Oh Junge, Junge, Junge. Trinity, hallo, hallo, hallo. Grüezi, grüezi. So. Ah. Oh, Gott. Mein Nacken tut weh. Pardon, ich bin eher nachtaffiner Charakter. Tagsüber schon ich meine scharfen Äugle. Ach so, oh ja, stimmt, das ist eine Eule, ne? Oh. Aber sagen Sie doch mal, ich grüße Sie, Tobik. Willkommen im Museum von Florida. Wieder wie Hindin. Ich hätte da was. Hätte ich da was? Ich will etwas stiften. Ich will etwas stiften. Gucke mal. Was gedachten Sie uns zur Verfügung stellen? Pass mal auf, guck mal, was ich hier hab. Wir machen das nacheinander, weil ich möchte was drüber lesen, okay? Ich liebe es, wenn er darauf reagiert, wenn wir ihm Insekten vor die Nase setzen. Oh nein! Ein Wasserläufer! Die Frage muss gestellt werden, wünschen Sie... Ja, natürlich. Wasserläufer, der Gipfel der Absurdität. Sie laufen tatsächlich auf dem Wasser. dieser Taschenspielertrick gelingt Ihnen, indem Sie Öl auf die Haare Ihrer Füße absondern. Oh, okay, krass, weil Öl immer auf dem Wasser schwimmt. Oh, geil. Okay, das wusste ich nicht. Das ist ja geil. Dazu kann ich nur sagen, ekelhaft. Ja, warte mal, wenn ich mir dann mit den Füßen und mit den Händen durchs Gesicht fahre, dann könnte ich doch eigentlich auch übers Wasser laufen. Was kommt als nächstes? Gehen Sie auf Luft, durch Wände? Nichts und niemand ist vor Ihnen sicher. Ich dachte mal einfach, die sind einfach zu leicht. Nee, tatsächlich. Ist aber gut. Ist cool, dass das wirklich halt echte Fakten sind, die da... Finde ich geil. Finde ich geil. Vielen Dank für Ihre wundervolle Spende. Solche Tierchen mögen zwar mein furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe trotzdem gut auf die Acht. Kann ich hier noch mit irgendwas... Ja, natürlich. Ich habe noch was. Gucke mal, ich habe noch was. Guck mal, was ich da hab. Ich habe noch eine Schnecksche. Gucke mal. Gucke mal, Schnecksche. Gucke mal hier. Guck mal. Eugen. Hey, ja, möchte ich bitte, gib. Hab doch hier Bildungsauftrag, ich bin wie Kinderkanal heute, 13 Uhr. Schule ist jetzt vorbei, ne, die Kinder kommen nach Hause, ich hab Bildungsauftrag. Erzähl. Stecken sind zugegeben keine Insekten, doch sie sind genauso abstoßend. Naja, ich finde Schnecken eigentlich ganz cool. Ich rette die immer, wenn die auf dem Weg sitzen und ich laufe so durch den Wald, ne, und es hat geregnet und dann siehst du die da immer über den Weg traben. Ich trage die dann immer zur anderen Seite. Mir hat mal eine Schnecke hinterher gerufen, ich wäre ein Arschloch, weil sie eigentlich auf die andere Seite wollte. Sie wollte sich nur umdrehen, um zu gucken, ob sie laufen kann. Nein, aber ich tue die immer vom Boden weg, weil die Fahrradfahrer oder Leute da, die gucken halt nicht. Schnecken sind Weichtiere und werden mit einem Gehäuse geboren, das sie nicht ablegen können. Oh, okay.
Stattdessen wächst ihr Schneckenhaus mit. Auf die Dauer wird das sicher ganz schön schwer. Daher brauchen sie wohl auch eine Schleimspur, um sich leichter fortbewegen zu können. Oder weil sie eine Beförderung wollen. Welch abstoßende Transportmethode. Ach naja. In jedem Fall, alle herzlichen Dank für ihre wundervolle Spende. Solche Tiere mögen zwar mein Erfolgsbesatz sein, doch ich gebe trotzdem gut auf sie Acht. Ja bitte. Kann ich Ihnen noch mit irgendwas anderem behilflich sein? Nö, das war's. Bastjo. Bastjo. Hört sich an wie Discord. So, dann gehen wir mal in den neuen Laden hier rein. Oh, okay, zu der Dame da vorne. Oder zu... Was ist das? Dame? Herr? Ich, keine Ahnung. Zu dem Geschöpf da unten gehen wir auch gleich mal. Discord von Tobi mit Erik spricht. Aber safe. Hört sich das genauso an. Hallo, hallo. Herzlich willkommen in unserem heimigen Servicezelt. Oh. Ich sag ja immer noch Zelt. Jetzt haben wir doch ein herrliches Gebäude. Und alles nur dank dir. Ja. Bereits in meiner Durchsage erwähnt, aber wir benötigen eine qualifizierte Kraft, die sich um ein neues Gebäude kümmert. Also hätten wir hier Melinda, die diese Aufgabe in fähigen Händen nimmt. Ja, Melinda sieht ultra kompetent aus. Ich bin begeistert. Also Melinda, wenn... Also Melinda! Wow. Da bist du, Tobik. Tom Luke hat mir schon viel von dir erzählt. Die Insel und die Leute, die hier wohnen, sicher viel besser als ich. Aber es gefällt mir schon richtig gut auf der Insel. Ich werde euch nicht enttäuschen, das verspreche ich. Hat so ein bisschen was von Frau Stockel, ne? Hat so ein bisschen was von Frau Stockel aus Rosenheim-Kops. Grüß euch. Schön gesagt, Melinda und ich werden die Arbeit aufteilen. Damit geht es ja noch gleich besser los. Ja, okay. Ich werde mich um alles kümmern, was in Richtung Bau, Eigenheim und generell Handwerkliches geht. Ist der aber für dich da, wenn du Hilfe im Punkt Inselleben, Betrieb und Organisation brauchst. Okay, setz dich einfach an den richtigen Schalter, dann kommen wir gedüst wie eine ganze Flotte Dodo-Jets. Okay. Unserem tollen neuen Service-System bieten wir nun auch nagelneue Leistungen an. Oh ja, dann hätte ich da auch nur noch eine günstige Bitte an dich, falls es dir nichts ausmacht. Oh, Vorsicht, jetzt kommt's wieder. Nimm doch mal an meinem Schalter Platz, wenn du ein Momentchen Zeit hast. Unser Service-Center ist jederzeit für dich in ganz Florida da, komm vorbei, wann du magst. Außer bis 18 Uhr, da ist wahrscheinlich dann zu, ne? Okay, dann setzen wir uns hier mal. Ah, hallo. So, so, ja, ja, dies ist der Bauberatungsschalter. Okay. Frau Stockel, es gab eine Leiche. Ja, Mann, ich guck das zu gerne, es tut mir leid. Ich finde die Rosenheim-Cops finde ich gut. Es tut mir leid. Ich finde die Rosenheim-Cops super und ich finde auch Hubert und Staller gucke ich auch super gerne. Keine Ahnung, finde ich irgendwie sehr unterhaltsam und sehr gemütlich, diese Sendung. Ehe ich hier losberate, lass mich rasch erklären, was genau du bei mir überhaupt so anstellen kannst. Aha. Neben meinen bewährten Leistungen stehe ich hier nämlich auch bei Fragen zum Thema Bauen zur Seite. Alles, was unser schönes Indien noch fescher, flotter und praktischer macht, jawohl. Hier kannst du Brücken errichten, Aufgänge wie Treppen und Rampen bauen, sowie Gebautes versetzen. Oh, Brücken errichten und Aufgänge wie Treppen und Rampen. Okay, das ist nice. Das ist nice. Als Urlaubsver... Was? Als Urlaubsvergütung... Nee. Als Urlaubsvergnügungssteigernde Zusatzleistungen. Berechnen wir dafür natürlich gewisse Gebühren. Ja, gut, natürlich. Wo du nun im Bilde bist, sag doch mal, was kann ich denn so Gutes für dich tun? Ich brauche... Ja, Rat ist immer gut. Da mal frisch ans Werk, die Arbeit geht los. Eine meiner liebsten Fragen ist ja übrigens, was soll ich tun? Weißt du? Guter Rat ist bei mir nämlich nicht teuer, sondern fürsorglich im Vorfeld ins Paket mit eingespeist. Okay. Mortricia, danke schön für 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus an dich. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du denn auf dem Herzen? Eigenheimberatung, Infrastruktur?
Dann möchte ich dein Haus besprechen. Dazu möchte ich dir etwas sagen. Ich helfe dir nicht nur beim Umbau, sondern auch bei Umzügen. Und dein Umzug geht auch dann, wenn du noch einen Kredit abbezahlst. Lass es mich einfach wissen, wenn du Interesse hast. Ja, ja. Jetzt habe ich dich lang genug warten lassen. Wie kann ich dir... Sag mal, wie oft willst du mich denn noch fragen, wie du mir helfen kannst? Ich habe doch schon 5-mal geklickt. Ich will anbauen. Ich will umziehen. Oh, okay, okay. Was ist denn, wenn wir anbauen? Solange du einen Kredit aufmachst, kann ich leider keine Erweiterungsaufträge. Ich kann nicht kommen. Du kannst mir den Kredit... Hast du schon mal was von Kreditaufstockung gehört? Arschloch. Dann leck mich halt, weißt du. Komm, ganz ehrlich. Geh ich halt zu Melinda. Hi. Du bist ja wirklich super schnell. Hallo. Hier an diesem Schalter helfe ich dir bei allgemeinen Fragen und bei Problemen mit anderen Bewohnern. Kleinigkeiten besprechen wir bei Bedarf. Kein Grund, einfach so direkt in die Vollen zu steigen. Aber wo du gerade da bist, sag doch mal, hast du im Moment denn irgendetwas auf dem Herzen? Die Kleinigkeiten sind übrigens 30 Sternis Beratungsgebühr pro Minute. Das sind die Kleinigkeiten, aber das machen wir später. Ich mach mal und ob. Mein allererster Auftrag, Schluck. Was? Das wäre jetzt leicht unprofessionell, oder? Puh, also dann, wie kann ich dir heute helfen? Neue Inselmelodie, neue Inselflagge, Bewohnersache, alles Paletti. Nee, da ist nichts gerade. Nur mal gucken, was man da so machen kann. Lass es mich wissen. Ah ja, okay. Tschö. Arschloch. Perle, der Typ. So, Nuke mal einlösen. Nuke Shopping, was wollte ich machen? Bankautomat. Was haben wir denn noch? Was für Kredithöhe haben wir noch? Und wir haben im Moment Kontostand von. Warte mal, wir machen mal Einzahlung. So. Jetzt haben wir mal 134. Wir können also unser. Das können wir noch nicht abbezahlen. Naja, warten wir mal. Und Noob Shopping können wir, glaube ich, auch noch nichts machen, ne? Noob Shopping können wir, glaube ich. Besondere Waren. Okay, warte, was haben wir denn? Gartenlaterne. Okay, die ist natürlich auch schön, ne? Aber das ist ja nichts, was wir mit Nuke-Punkten kaufen. Warte, ich muss jetzt wieder Geld haben. Wobei, warte mal, wir können auch einfach kurz verkaufen gehen. Wir haben eh volles Inventar. Und... IG1617, Dankeschön für 10 Monate. Vielen, vielen Dank. Passt zum Schnuller. Ja, das, dann sehen wir hier total toll aus dann. Das wird super. Wow. Was ist das denn hier? Voll das Erlebnisbad. Du bist zum ersten Mal hier, seit wir den Laden ausgebaut haben. Wie du siehst, hat uns der kleine Tapetenwechsel gut getan. Ja, nice. Bitte bleib uns weiter treu. Nuxlan freut sich auf dich. Oh, wow, guck mal hier. Ich möchte diesen Brunnen. Was kostet er? Das ist ein Zypressenbad. Davon sind nur begrenzte Stückzahlen erhältlich. Bei Interesse solltest du also schnell zuschlagen. Hab ich gerade nicht. Tut mir leid. Aber das ist schön. Kann man sich das draußen vor die... Okay, warte, was? Das ist auch geil. Das ist ein Gartenwasserhahn. Also Stückzahl. Ja, natürlich sind wir. Ja, ihr wollt mir doch einfach nur, dass ich kaufe, ne? Okay, ich glaube, wir müssen hier gleich mal was einkaufen. Oh, das ist ein Bett, ne? Lass mich raten, begrenzte Stückzahlen verfügbar, du sollst am besten gleich zuschlagen, richtig? Sonnenliege. Okay, wie viel brauchen wir? 2000, 3, 4 sind 5, 4. 13, wir brauchen knapp 20.000. Hol ich gleich vom Konto runter. Machen wir gleich. Ist gleich vom Konto unten, Freunde. Ich würde gerne verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen.